Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Tom D. Smith am Start. Nächste Runde Dragon Quest 11. Ich habe hier noch ein Level gemacht und würde sagen, wir gehen jetzt hier in diesen Königstempel und holen uns das Orb, was der Erik so gern haben möchte. Gegner lasse ich jetzt mal außen vor. Wahrscheinlich gibt es da drin noch mehr als genug. Raten, ich hätte auch hier irgendwas machen können. Gibt's hier was? Töpfe. Bisschen Mana, das ist schön. Nix, alles klar, weiter hoch. Ist halt schön, dass, obwohl man nicht hin kann, dass es da, dass man sich Mühe gegeben hat, dass es so aussieht wie sonst auch in der Umgebung. To them. Huh? Das ist ein Geheimgang. Okay, krass. Sieht man hier noch irgendwas? Ist hier irgendwas versteckt? Eine Kiste oder so? Von dort kamen wir. Nö, ist alles normal. Herrn Runner. Fledermäuse. Alles ausgenockte Wachen. Da was, guck, da war so ein Wölkchen. Das sind diese Smogs, ne? Ja, sieht man von hier ganz gut. Karte kurz gucken. Ah. Ah, und so könnten wir den Außenbereich nehmen, um zu skippen, oder was? Ach guck, ist er jetzt schon normaler Gegner einfach nur? Ja. Jetzt hier mal die ganze Ebene erkunden. Easy. Oder wollen wir hochgehen? Ich gehe jetzt mal hoch, um zu gucken, wie krass es da ist. Auf der anderen Seite haben wir auf jeden Fall ja eine Kiste gesehen. Ah, und hier gehen wir einfach nur außen rum und es geht wahrscheinlich auch nur ein Weg, ne? Das zu. Schauen wir uns das mal an. Ich glaube, man kann hier gar nicht lang, ne? Nö, ist doch, das ist immer ein Goodie, aber ich kann hier nicht lang. Alles klar, ist blockiert. Dann wissen wir Bescheid, dann müssen wir doch ganz normal unten lang. So, Frage ist, sind die Gegner wieder da? Bestimmt. Ja, war klar. Gehen wir schnell ein paar Schritte. Nichts, nichts, nichts. Ich möchte jetzt nicht unnötig kämpfen. Zum Glück wird man nicht lange verfolgt. Da hinten ist nichts. Dich nehmen wir mit. Na, Erik ist schon echt stark. Der greift halt schnell und viel an. Frage ist, kann man Charaktere noch irgendwann mal umskillen? Ich weiß es nicht. Diese Kräftigung hält auch echt lange an.
Another one bites the dust. Nee, ich wollte geradeaus. Ich wollte von hier auch nochmal in den Außenbereich. Ist da was? Da hinten leuchtet's. Alles klar, da gehen wir dann danach hin. Gehen wir einmal kurz draußen gucken, was wir da noch bekommen. So, da ist zu. Aber wir gucken einmal. Da leuchtet nichts. Das dachte ich mir doch. Ein Stärkering. Ah, nice. Wer kriegt den jetzt? Ach, Ausrüstung muss ich auch gehen. Was kann denn der Stärkering? Erhöht die. Ja, komm. Dann auf Eric. Der hat eh am meisten Abwehr von den beiden. Achso, das erhöht nur die Stärke. Haha. Attribute checken. Muss an Tommy gehen. Das erhöht einfach nur die Stärke. Das hier erhöht Abwehr, Leben und Charme. Was erhöht das hier denn? Abwehr und Charme. Na komm. Wenn er mit Stärke skaliert, kriegst du jetzt hier. Es geht gar nicht, oder? Ich kann gar nicht den Talisman ihm geben. Wir lassen das so. Bevor ich hier jetzt noch ewig rumrechne, aber der Hauptcharakter scheint ja mit Stärke was anfangen zu können. Da bringt das nichts, weil wir es dem Dieb geben. Ich kann jetzt nur den Talisman nicht anziehen. Müsste jetzt ja schon eine Veränderung sehen. Oh, wir sind gekräftigt. Also, die 5 sieht man. Ja, es ist deutlich gut, dass er den hat. Ich möchte mal jetzt die Koop-Technik testen. Alle Befehle befolgen, bestätigen, kämpfen, Koop-Kräfte. Eric kann das alleine machen. Ah, cool. Sind die gegen Feuer anfälliger? Ja, okay. Jetzt müsste Tommy eigentlich... Nee, ist schon tot. So, und du müsstest jetzt mit Finster... Triffst du beide? Okay, ganz verstanden habe ich die Fähigkeit jetzt nicht. Aber war gut. Die sind ja süß. Ja, dann Taktiken. Alle. Keine MP, die brauche ich für wichtige Kämpfe. Alter Schwede, das ist ja viel. Ja,
Okay. So, geradeaus durch war die Kiste. Und links geht's weiter. Ich hätte halt gerne sowas, was auf alle Gegner geht, aber es ist wohl gerade nicht drin. So, einmal kurz hier Magie. Ne, warte, ich kann Verschiedenes. Jetzt habe ich gerade geheilt. Ich hoffe ohne Heilkraut. Templeruniform. Rauchen nervst. Jetzt deutlich mehr Benutzer. So, nochmal kurz in die Ausrüstung gucken, weil... Was hat denn mein hier? Der hat 4 Max Life, Charm etc. Das hier hat ein bisschen weniger, aber dafür... Ich weiß halt nicht, was Charm macht, aber ziehen wir den mal an. Teilen uns nochmal. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Wir wollen hier tiefer runter. Da sind wir schon. Der was versteckt? Nee. Aber ihr interessiert euch auch nicht von uns. Sehr schön. Dieses sich heilen ist echt nervig. Who else wants some? So, da oben drauf liegt was. Deine knistert. Ah, alles klar. Kann ich... Du gehst mal auf den Schleim. Und du machst den Eyeborg weg. Das dürfte ein jetzt sein. Ja. Aua. Das Breitschwert ist echt gut. Also die Kupfer hätte man sich gar nicht holen müssen. Easy. So.
Verbrannte Erde? Nein, beide. Federkappe, cool. Ja, dafür. Hey, das ist so geil, ne? Um 16. Was ist wohl hier drin? Ah. Die rote Kugel und zwei. Zwei Rasak. Hey, what do you think you're doing? That orb belongs to us. Whoever you are, you've just made a seriously big mistake. Chimären müssen das sein, oder? Sieht ja aus wie halb Löwe, halb Adler. Greif. Joa. Ich hab zu umständlich gedacht. Nice. So, Eric, was kannst du? Du gehst mal. Mach mal auf ihn hier das. Geheilt sind wir. Du machst mal. Hier. Hey, das ist ja richtig nice. Multiverlangsamung. Was ist der Assi? Gegenstände haben wir keine, ne? Nee. Aber du kannst mal Sterne springen, wo noch auf ihn zaubern. Das gibt's doch nicht. Ey, wieso ist der denn nie dran? Ja, und ich habe jetzt nichts, um ihn wiederzubeleben. Ist das ärgerlich? Ist jetzt echt ärgerlich. Habe ich nicht gut gemacht. Das Mirat fällt jetzt um. Ne, ich bin nicht auf Heilen eingestellt. Das ist super. Ja, da bin ich tot. Ach, das war auch mega dumm. Ja, okay, das war jetzt das war ein bisschen doof. Jetzt nochmal die Ausrüstung checken. Wo bin ich denn jetzt? Das war jetzt ein bisschen dusselig von mir. Aber die waren einfach gut aufgestellt. Ich habe zu langsam geheilt. Taktiken. Und dann kämpfen.
Gucken wir mal, dass wir da wieder hinkommen. Frage ist, wo ist jetzt der Templer? War der hinten in der Kiste? Ich meine wohl. Achso, 1% Crit-Chance. Er hat zwei jetzt hintereinander. Muss ich das Level-Up vorher machen, dass ich mit vollem MP da reingehe. Und wahrscheinlich muss ich das machen. Wir waren jetzt nicht voll geheilt und hatten nicht volle MP. Die haben uns ordentlich die Schuhe ausgezogen. Ja, er muss halt das Stärke-Item haben. Ich hätte eventuell nicht auf einschlafen gehen sollen. Nicht wahrscheinlich am Kräftigungszustand. Und ich muss ihm mal ein paar Heil-Items in die Tasche tun. Who else wants some? So. Verschiedenes, geschicktes Heilen, jawohl. Gegenstände, das finde ich halt. So, so, räumen wir auf, ja. Das muss ich sagen, finde ich ein bisschen doof. 30 LP. So, Klick, Transfer. Das ist halt das, was ich. Jetzt, wenn ich jetzt hier Inventar aufräumen drücke, sind sie bestimmt wieder weg, ne? Ja. Super. Also vor dem Bosskampf muss ich sie reintun und danach ist wieder egal. Das find ich halt doof. Warum können die nicht auf diesen... darauf zurückgreifen? Egal. Holen sie jetzt erstmal hier die Rüstung. Oder die Uniform. Dem muss es, wenn es die Uniform hier gibt, muss es doch auch den Helm geben, so rein logisch. Er hat nur mehr Leben, ne? Bretter von gar nichts. Das war schon ein gutes Setup, was ich eigentlich hatte, glaube ich. Ich mache das Level up jetzt vorher. Kann ja nicht so viel sein. Alter, 10! Einfach mal 10 vom Start an. Der Schaden, den mein Charakter frisst, ist einfach unfassbar hoch. Vor allen Dingen sind die einfach 10-mal dran. Echt, wirklich? Ja, cool. Echt? Oh. Ey, das war nur ein Hinterhalt und ich komme null zum Zug, gar nicht dran. Ja, nice. Cool, wie belebe ich den jetzt wieder? Muss ich komplett rausrennen, ja?
wird ja von Mal zu Mal nicht besser hier. Ja, dann komplett raus. Warte. Ich hab ja sowas. Das ist... Die sind fünfmal dran gewesen und er konnte weder aufstehen noch sich heilen. Ja, danke. Dann muss ich den jetzt erstmal wiederholen. Fanny, du bist ein... Mein Damage-Output ist genug, aber die Gegner... Ich war im Hinterhalt. Sie greifen mich fünfmal an. Jo. Und jeder Hit macht 10 Schaden. Wenn du nur 50 Leben hast, ist das halt recht schnell ganz wenig. Gut. Das vor allen Dingen, die Gegner waren nicht mehr stark oder so. Das ist das, was mich so stört. Die waren nicht mehr sonderlich stark. Da ist noch so ein Bumsbaum. Man kann seine kaputten Kameraden halt nur an so einer Statue wiederholen. Hä? Lebt er jetzt? Ach so, nach dem Kampf, wenn er tot ist, lebt er so wieder. Aha, das muss man auch wissen. Ach, der Spitzhut und die Templeruniform. Spitzhut ist das, was dazugehört. Alles klar. Dann kriegt ihr das jetzt halt beide angezogen, oder? Ich guck mal eben. Ich vergleiche mal kurz. Mehr Heilung. Magische macht das wahrscheinlich Verteidigung. Gehe ich mal von aus. Nehmen es Angriff. Ja, ist weniger Charme. 3. Ja, ist ein No-Brainer. Waren schon hier 5, ja. Dann kann ich auch beides für ihn kaufen. Schuppenschild brauchen wir nicht. Bumerang brauchen wir nicht. Der ist nicht verkäuflich, ist klar. Die Netzstrümpfe behalte ich. Ey, cool, der chillt da rum. Ja, neue Rezepte können wir gar nicht. Ist schon 1,5.
Nehmen wir mal hier so was Kleines. Ja, komm. Was soll's denn? Ach, das sind Potenzialkosten, ist klar. Ach. Man muss die richtige Reihenfolge einfach nur haben. Ist es immer links, rechts gewesen? Oder was? Begutachten. Ja, dann. Finessen mache ich noch keine, obwohl. Ach, so viel Kosten habe ich gar nicht. Gut, schmieden. Nee, fertigstellen. Okay, zum Upgraden ist das Ding wirklich gut, zum selber schmieden ist noch, das ist ein Witz. Gut. Ausruhen. Tagesanbruch. Aber wirklich, dass man Items nicht im Kampf, also, dass man die aus dem Beutel nicht nutzen kann, das finde ich ein bisschen doof. Das wirkt einfach nur unnötig kompliziert. Dann packt man halt jedem so und so viel da rein und ist dann auch wieder limitiert. Das ist, finde ich, keine gute Sache. In den meisten anderen Spielen können ja auch alle Charaktere auf den Itembeutel zugreifen. So. Versuch 2. Diesmal bin ich stärker. Am besten dann immer vorm Umschmieden. Obwohl, hätte ich das noch abbrechen können, wäre auch sowas gewesen, ne? Wahrscheinlich hätte ich das gekonnt, ja. So, kommt her, ihr zwei blöden Greifen. Ich war ja schon überall, dann kann ich auch schnell durchrennen. Okay, wenn sie im Kampf K.O. gehen und man trotzdem gewinnt, kann man danach heilen, alles klar. Another one. Ja, das brauche ich jetzt gleich für den Bosskampf. Ja, das ist schon gut gewesen jetzt hier. Hoffentlich geht das jetzt besser. Who else wants some? So, jetzt kommt wieder hier das Tutorial. Tommy hält jetzt auf jeden Fall mehr aus, das ist schon mal gut. Blöder Schleim hier.
schon deutlich weniger Schaden. Bei Eric jetzt nicht, aber bei Tommy auf jeden Fall. Wesentlich weniger Schaden. So, dann komm mal her. Sieht sogar seinen Kopf da drin. So. Wir heilen uns voll. Und zwar über Gegenstände. Was haben wir noch? Ach, du hast sogar eine. Ich finde, das ist halt unnötig umständlich, leider. So, jetzt aber, ihr blöden Viecher. What do you think you're doing? That orb belongs to us. Get your filthy hands off it. Whoever you are, you've just made a seriously big mistake. Jawohl. So, du machst jetzt erstmal verbrannte Erde. Jetzt kriegt ihr erstmal richtig schön Schaden. Das ist auch so ein dreckiger Shit. Was hast du? Steinerner Springbrunnen? Ne, sowas haben wir ja schon, ne? Das ist ja schon drauf. Das ist ja Quatsch. Was hast du in Fähigkeiten? Schlummerstoß? Ne, dann greifen wir jetzt den A an. Alter, das haut aber auch rein. Nice. Hast du irgendeine andere Fähigkeit? Nee, Zauber. Ja, wir kriegen beide damit. Jawohl, ordentlich Schaden. Nice. Gelbschaden. Sehr gut. Gun, ist man gut vorbereitet, ist das auch gar nicht mehr so schlimm. Okay, das war Quatsch, aber wir haben es gepackt. Nice. Eric wäre es, glaube ich, soweit, ne? Eric, was war's? Der hier war 9, ne?
Weil ich den hier haben will, genau. Was hattest du? Da wollte ich hin. Amateurs. But who the hell were they? And what did they want with the orb? Well, whatever. It's back with its rightful owner now. You know, after they threw me in jail, I thought I'd never see this thing again. But here I am holding it. You're some kind of lucky charm, you know that? I've got a feeling that if I stick with you, everything will turn out okay. Just don't ask me what I mean by everything. That's my business. Right, I've done what I came to do. Guess we should head east and check out that door of departure place your grandpa mentioned. Noch was anderes hier? Nö, da auch nicht. Da auch nicht. Gut, dann raus. Steht unsere alte Maschine noch. Ach so, haha, ich kann ja... Das funktioniert echt gut. War das? War das hier lang? Ja, war doch hier lang. Ach, guck an, Bäume und Pflanzen kommen dann wieder. Aha. Gehen wir erst hier so links lang. Oh, was jetzt? Ritter. Did you really think you would escape me, Darkspawn? Damn it! They found us! Da sind zwei Ponys. Don't just stand there! Come on! Fire!
freeze him! Here, take my hand! Quickly, the keystone! You shall not escape me, Darkspawn! Run! Now! You think you have won? The game has not even begun. So, wir haben es geschafft. Phew, we made it. That was too close. Where exactly are we? I don't recognize this place at all. Ja, wo sind wir denn jetzt angekommen? Onsen Oceana. Alles klar, aber das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Abo oder Like da, freue ich mich sehr drüber. Wenn du Bock hast, mit mir zu schreiben, mir Tipps zu geben oder brauchst du Tipps, ab auf den Discord kommen, ist ja in der Videobeschreibung. Ich bin raus, hau rein und tschüss.